Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Manon Ossefurt und ich fuhr mit dem Traktor zum Südpol. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Manon Ossefurt und ich fuhr mit dem Trecker zu der Südpol. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Manon Ossefurt und ich fuhr mit dem Traktor nach der Südpol. Nur eine von den dreien war wirklich mit dem Traktor da. Und für sie heißt es jetzt, sagt die Wahrheit. Und das ist das Rateteam. Der charmante Lügendetektor Kim Fischer. Der clevere Schnellmerker Pierre M. Krause. Die Dame mit dem Röntgenblick Ursula Cantieni. Und der fantastische vierte, Inspektor Smudo. Und hier ist Ihr Hallo, Gastgeber, Michael Antwerpes. Hallo, schönen guten Abend. Was sagt die Wahrheit? Ich meine, dass eine Holländerin mit dem Traktor zum Südpol fahren will, ist ungefähr so wahrscheinlich, als ob Holland Fußballweltmeister wird. Ja, aber der Unterschied ist, unsere Kandidatin hat es geschafft und die Geschichte ist wirklich unglaublich. Sie hat ihren Traum verwirklicht und das ist eine Geschichte von Mut, von Zielstrebigkeit und von großem Herzblut. Hier ist das Drehbuch für euer Kino im Kopf. Mein Name ist Manon Ossefort und ich bin mit dem Traktor zum Südpol gefahren. Es war einfach mein Traum, etwas schier Unmögliches zu schaffen. Der Traktor symbolisiert Kraft und Ausdauer, genau passend für den weiten Weg von Holland quer durch Europa und Afrika mit 10 km/h im Schnitt. In Südafrika war die Reise aber erst mal zu Ende und ich verlor fast die Hoffnung am Kap der guten Selbigen. Mit Glück ging es dann aber 3 Jahre später weiter, 5000 Kilometer auf dem ewigen Eis Richtung Südpol. Immer zu fahren, 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 denn sonst gefrieren die Reifen bei minus 50 Grad. Im Dezember 2014 war ich endlich am Ziel und baute zuallererst einen Schneemann mit Innenleben. Das sagt Manon Ossefort, die mit dem Traktor zum Südpol tuckerte. Wirklich, das ist toll. Und selten hat mich eine Kandidatin so beeindruckt. Das darf ich sagen. Kim, bitteschön. Wow, Kandidatin Nummer 2. Sie waren so lange, waren Sie alleine unterwegs? Also von Holland aus, Belgien, über also ganz Europa bis Afrika, ganz alleine. Aber dann die Südpol, das konnte ich nicht alleine. Da brauchte ich ein Team. Kandidatin Nummer 1, danke. Warum alleine? Was macht man dann in der Zeit? Dass man, das ist einem, also langweilig ist es nicht, aber es ist doch umso schwieriger alleine. Wenn du alleine fährst, dann hast du Kontakt mit allen Leuten unterwegs, stimmt, und kannst du die ihre Geschichte hören. Danke. Kandidatin Nummer 3. Irgendwann fängt doch der Hintern, der Po an weh zu tun. Oder der ganze Körper, wenn man sitzt, 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 fährt, fährt, fährt. Was haben Sie gemacht? Also der Traktor, der sorgt schon für Bewegung, wenn man über die Wege geht. Die sind nicht alle so gut, vor allem in Afrika sind die nicht Asphalt. Okay, danke. Kandidatin Nummer 2. Sehr gut, Kim und jetzt Pierre. Danke, Michael. Nummer 1. Beschreiben Sie doch mal so knapp die Route, die Sie gefahren sind. Ich bin angefangen in das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Das wie so heißt? Ganz Europa, Friesenveen. Okay, und dann weiter, Holland, weiter? Belgien bin ich schon dann gefasst weiter, bei von Belgien Polizei. Weiter? Frankreich, dann? Italien, dann? Kroatien. Okay, Nummer 2. Was haben Sie denn gemacht, als Sie dann endlich im Südpol angekommen sind? Schneemann gebaut und dann? Beschreiben Sie mal das Gefühl. Zuallererst habe ich da erst diese Kugel, die habe ich erst ganz fest umarmt. Das kann man nicht beschreiben. Ich war fast 18 Nummer 3, Stunden Dankeschön. Am Stück. Was ist das für ein Traktor gewesen? Welches Fabrikat? Der letzte, wo ich mit über der Antarktis gefahren bin, war das Ferguson MF. Okay. Okay. Oh, kennst du dich aus mit Traktoren? Absolut. Ursula. Nummer 3, wie haben Sie sich vorbereitet auf diese Reise? Das fing schon ganz, ganz lange an. 2001 war erstmal der Wunsch, um was Beklopptes zu machen, weil ich bin ein bisschen durchgeknallt. Und da haben Sie auch ein bisschen Geld gebraucht, gell? Ja, das auf jeden Fall. Wie haben Sie das zusammengekriegt? Das erste Mal bin ich dann gefahren, habe ich dann T-Shirts gemacht mit der Traktoren drauf gedruckt. Ja. Und Nummer 2, Entschuldigung, Nummer 2, wie teuer war die Reise denn so insgesamt? Also ganz genau kann ich das so nicht sagen, weil ich habe ganz viel zwischendurch Geld bekommen und Geld wieder an die Projekte gespendet. Genau. An die Humanität. Und wurden Sie Nummer 3 erwartet am Südpol von irgendjemand?
Ja, das Polarforsch-Team hat mich unterstützt. Wir waren damit 7 Mann. Ah, das verstehe. Gut, gut. Smudo. Nummer 2, die Route. Wo haben Sie denn von Europa nach Afrika übergesetzt? Ich bin rübergefahren von Spanien nach Marokko. Und dann bin ich von Marokko erst nach Richtung Sudan. Nummer 1, Sie sind bei Kroatien gewesen, das ist ein Umweg, oder? Ja, aber ich wollte sehr gern diese Länder durchqueren. Und wo haben Sie denn übergesetzt? Wo haben Sie denn übergesetzt? Mit einem Boot von Italien. Nummer 3, die Route durch Afrika. Wie waren die? Können Sie mir die beschreiben, die Länder, die Sie da durchfahren? Die Länder, das Äthiopien, Simbabwe, Namibia. Und ich habe auch, ich bin ja hinterher noch ein ganzes Jahr in Afrika geblieben, aha, wo diese Eisbrecher mich da nicht mitnehmen konnten nach der Südpol. Nach der Südpol. Und von welchem Land aus sind Sie nach Südafrika eingereist? Smudo geht mal den ganzen Atlas durch. Nein, aber genau, ja? Das ist die Strategie. Genau. Naja, also wir haben verschiedene Wege gehört. Verschiedene Wege führen nach Rom, aber auch zum Südpol, bekanntlicherweise. So, Nummer 1. Die sagt, ich war deshalb alleine unterwegs, weil ich so besser Kontakt zu den Menschen bekommen habe. Und das wollte ich auch haben. Sie ist losgefahren in Friesenveen in Holland und hat den Pol erreicht. In Italien ist sie übergesetzt nach Afrika. Nummer 2 hat gesagt, sie war nur alleine in Afrika und in Europa am Südpol und auf dem ewigen Eis. Da hat sie ein Team dabei gehabt. Sie hat Spenden bekommen, aber sie hat auch Geld gespendet bei ihrem Projekt. Und sie ist von Spanien übergesetzt nach Marokko. Und Nummer 3 sagt, naja, der Traktor, der sorgte schon für Bewegung, auch im Sitzfleisch. Das war gar nicht so schlimm, das lange Sitzen. Sie hat ein Fabrikat Ferguson gefahren und bezeichnet sich selbst als ein bisschen bekloppt. Vielleicht muss man das auch sein, um diese Tour zu machen. Aber ich glaube, man braucht sehr viel Überzeugungskraft, denn es ist ja gar keine Reise gewesen. Das ist ja eine Lebensaufgabe über 4 Jahre. Das kann man nicht als Reise bezeichnen. Ja. Kim, bitte. Ja, und wem traut man sowas eben zu? Ne? Also Kandidatin 3, bei Ihnen könnte ich es mir echt gut vorstellen. Aber ich glaube, Ihnen fehlt die Heimat, wenn Sie unterwegs sind. Sie sind auch viel auf Reisen, aber Sie müssen schneller wieder zurück. Und Kandidatin 1, Sie haben die Route, ich bin Sie mitgegangen gedanklich, ich kann das nachvollziehen. Also ich, außerdem, Sie wollen Menschen kennenlernen und Sie haben es. Sie haben Menschen kennengelernt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die 1 gar nicht wirklich aus Holland kommt. Ich glaube, ihr Akzent war fake. Entweder sie sprechen so brillantes Deutsch, dass man ihn nicht mehr merkt, aber es wirkte mir fast wie in so einem Sketch, wo einer ein Holländer spielt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht täusche ich mich auch komplett. Nummer 2, Nummer 3 sind definitiv echt. Nummer 3, glaube ich, bringt diese positive Bekloppt-Sein-Attitüde mit sich, um das wirklich durchzuziehen. Ich würde mit Ihnen zusammen sehr gerne auf dem Lanz durch sämtliche Republiken reiten. Deswegen sind Sie es. Die 3, interessant. Ursula. Na ja, eindeutig, die 3. Ja, klar, wir wollen. Kein Zweifel. Nein, Smudo. Kein Zweifel. Ja, ich fand auch, die 3 hat. Ich kannte nur ein paar von Ländern, die Sie da nannten, aber das klang nach einer plausiblen Ostafrika-Route. Ich glaube, Sie sind die Mutter Bekloppten. Im Koppen. Also wir haben eine eindeutige Favoritin und die sitzt auf Position 3. Und jetzt schauen wir, wer es wirklich geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen, den Südpol auf dem Traktor zu erreichen. Das hat noch kein Mensch vorher geschafft übrigens. Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht... Ja, ja. Juhu! Das ist, sagt die Wahrheit. So kann es gehen, Mensch. Und Pierre, ich fand es sehr hübsch, dass du der Nummer 1 zugetraut hast, keine Holländerin zu sein, denn Nummer 2 ist keine Holländerin. Wer sind Sie? Nein, Entschuldigung, ich bin schon auch Holländerin. Aber ich habe erst seit 2 Jahren auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ah, okay. Mein Name ist Elke Bikowski, ich bin unter anderem Gästeführerin in Minden und da fahre ich vielleicht mal mit dem Segway, aber niemals mit dem Traktor. Ja, muss voll sagen. Aber hallo. So, aber hallo.
Und Nummer drei, Sie haben mit Traktoren auch nicht viel zu tun, oder? Ja, doch. Mein Name ist Henny Hille. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich bin Niederländerin. Ich wohne jetzt 10 Jahre in Deutschland. Und ich bin gelernte Verkäuferin, ich singe und schauspiele. Und wir haben früher in Holland auf dem Land gewohnt. Und ich bin auch mit dem Traktor privat zu meiner Freundin Kaffee trinken gefahren oder im Supermarkt einkaufen. Deswegen gefahren. Hatten Sie den Traktor. Ja, ja, ja. Also so daneben gelegen. Ja, 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 ja. Die Manon hat so wirklich so rührend erzählt, ihr ist erst im Laufe der Reise klar geworden, dass man den langsamsten Traktor der Welt angedreht hatte. Ja, das wussten wir gar nicht, als sie losgefahren ist. Ja. Oh. Wer hat Ihnen das erzählt? Niemand hat an mich geglaubt, wenn ich angefangen bin. Ja. Und vier Jahre durch Afrika, wirklich nonstop. Nonstop. Und nur schlafen irgendwo in Natur, weil ich war so langsam, ich habe nie eine Stadt oder ein Dorf erreicht. Kein Hotel, keine Bekannten, keine Freunde. Was war mit Essen und Trinken? In Afrika ist es sehr sozial, so es gibt immer Frauen, die etwas kochen, so Bohnen und Reis, und dann könnte ich mit essen. Ja. Wahnsinn. Und hatten Sie damals keinen Freundeskreis, Familie oder so, die gesagt haben, Mensch, du musst mal wieder nach Hause kommen? Ich war so begeistert, eine Geschichte zu erzählen von einem Traum, die Wirklichkeit wird. Und ich habe gesagt, das muss ich Wirklichkeit machen. Ja. So schon in Belgien bin ich von Schnellweg. Autobahn genommen mit meinem Traktor und habe ich gedacht, oh, wie mache ich das in Südpol? Wenn es schon in Belgien fast zu Ende ist, ja? Ja. Und dann haben Sie in Südafrika, wollten Sie aufs Schiff, das Schiff war aber auf einmal weg, war nicht mehr da. Dann hat sie das Ding abgebrochen und ist 3 Jahre später aber wieder runtergegangen und hat es dann weiter fortgesetzt. Ne? Ja. Und dann aufs Eis. Und da waren dann das Team dabei, 7 Begleiter. Ja, und aber die haben in Auto gefahren und ich in Traktor. 5000 Kilometer in minus 50, minus 60 Grad. Nein. Das war wie auf dem Mond. Und wir waren natürlich, beziehungsweise Sie mit der Kamera dabei, so eine Tour begleitet man natürlich. Mit dem ersten Traktor ging es durch Afrika. Viele Menschen traf sie, unterstützten sie. Und dann auf dem Weg zum Südpol, durch die Antarktis, vielen Widrigkeiten zum Trotz, oft unter minus 50 Grad, bis endlich die Südpolmarke, das ist diese Kugel, erreicht war. Und da war sie natürlich nicht nur glücklich, sondern auch stolz. Und was ganz schön ist, Sie haben dann als erstes dort unten einen Schneemann gebaut. Und der hatte dieses Innenleben, da seid ihr gar nicht drauf abgehoben. Ja, was war das, was Sie reingebaut haben in den Schneemann? Überall, wo ich war, habe ich die Träume, die Leute gesammelt, geschriebene Träume. Und die haben mit mich auf meinen Traktor gefahren. Und wenn ich an Südpol, Ende der Welt angekommen bin, habe ich eine Schneepuppe gebaut mit die Träume der Welt in seinem Bauch. Oh. Das ist doch eine wunderbare Geschichte. Manon Rossefort, herzlichen Glückwunsch, danke. Kompliment, schön, dass Sie heute unsere Kandidatin sind. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Jörg Wachsmuth und spiele die größte Tuba der Welt. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Jörg Wachsmuth und spiele die größte Tuba der Welt. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Jörg Wachsmuth und ich spiele die größte Tuba der Welt. Nur einer der drei Herren bringt das Riesenblech zum Klingen. Und für ihn heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Ja, wir hatten ja schon die kleinste Mundharmonika der Welt, ihr erinnert euch. Jetzt haben wir die größte Tuba, die es auf diesem Erdball gibt. Und vor allen Dingen haben wir den Mann, der sie spielen kann. Und nicht nur das, er kriegt nicht nur Töne raus. Das erfordert viel Kraft, eine gute Technik, viel Luft. Sondern er spielt darauf schneller als so manche Koryphäe. Was genau er da spielt, verrät er uns jetzt im Text. Mein Name ist Jörg Wachsmuth und ich spiele auf dieser Riesentuba. Als Solotubist unterrichte ich auch den musikalischen Nachwuchs. Dieses wunderbare Instrument wird nämlich inzwischen auch von Frauen erobert. Was nicht ganz selbstverständlich ist, denn zu der richtigen Atemtechnik gehört auch ein gewisses Lungenvolumen. Tja, und was die größte Tuba hier angeht, da bin ich der Einzige, der sie gut spielen kann. Man muss sich nämlich auf dieses Instrument erstmal richtig einlassen und das ist mir gelungen. Denn, jetzt kommt's, ich spiele den berühmten Hummelflug auf der Riesentuba schneller als David Garrett auf seiner Geige. Da bleibt Ihnen wohl die Puste weg, oder? Sagt Jörg Wachsmuth mit der Riesentuba.
Wir kriegen also gleich ein kleines Konzert noch geboten, mit Begleitung am Flügel natürlich. Aber zunächst wird gefragt, Smudo. Nummer eins. Woher wissen Sie, dass es die größte Tuba ist? Vielleicht hat ja hinter den sieben Bergen jemand eine größere gebaut. Nein, das ist die größte spielbare Tuba der Welt. Es wurde recherchiert und es ist so. Nummer zwei. Warum wissen Sie, dass nicht vielleicht in diesen sieben Bergen derjenige ist, der Sie schneller spielt als Sie? Weil das auch recherchiert worden ist. Übers Internet würde sich sowas ganz schnell verbreiten. Alles klar. Nummer drei, ist das eine Sonderanfertigung oder ist, ist die sozusagen von der Stange? Nicht von der Stange, ist eine Sonderanfertigung. Nummer drei, Ihr Instrumentenbau des Vertrauens, wo ist denn der? Der sitzt im Vogtland. Im Vogtland. Nummer zwei, was ist denn der tiefste Ton, den Sie da rauskriegen? E-Moll. E-Moll, 10 hoch, minus 15. Ursula. Nummer eins, wie viel wiegt das Teil? Die wiegt 50 Kilo. Und aus was für Metall? Das ist aus Messing gebaut, das Instrument. Rein? Reines Messing, ja. Und Nummer drei, was hat die für eine Stimmung? Die ist ein tiefes B, B4. So, so. Und seit wann spielen Sie dieses? Das spiele ich seit etwa 3 Jahren. Und Nummer zwei, wieso wollten Sie so eine große Tuba spielen? Ich hab immer schon in großen Dimensionen gedacht. Aha. Und Nummer eins, können Sie auch so ganz, ganz langen Ton halten, ohne Luft zu holen, also ohne hörbar Luft zu holen? Das ist auf so einer Riesentuba nicht möglich. Nicht? Weil die Mensur doppelt so groß ist wie eine normale Tuba. Mensur? Mensur, ja. Was ist denn Nummer drei, eine Mensur? Mensur ist die Größe der... Nummer zwei, wie groß ist denn das Teil überhaupt? 2,05 Meter. Nummer drei, braucht man bestimmte körperliche Voraussetzungen, um das spielen zu können? Könnte ich? Also Nein. Das war sehr deutlich. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht, ja? Ich bin schon beleidigt. Okay. Nummer eins, wenn Sie da mit einem Orchester spielen, dann stehen Sie doch jedem die Show eigentlich, ne? Ja. Okay. Nummer zwei, will mit Ihnen noch jemand spielen? Oder? Nein, auch. Nummer zwei. Okay. Nummer drei, wie transportieren Sie das Ding denn eigentlich? Das wird in einer Spezialkiste transportiert. Was relativ schwierig ist, weil man braucht einen sehr großen Sprinter. Und Kandidat Nummer eins, wo lagern Sie dann die Kiste oder das Ge? Die Kiste liegt in einer Garage in Markneukirchen und die Tuba steht im Musikinstrumentenmuseum. Kandidat Nummer eins, um einen tiefen Ton herauszuholen, machen Sie was? Um einen tiefen Ton herauszuholen, hole ich ganz tief Luft, und zwar die kombinierte Zweifel-Brustatmung. Danke, Kandidat Nummer drei. Um einen hohen Ton zu erzeugen, machen Sie was? Dann blase ich auch ganz kräftig rein, weil sonst kommt kein Ton raus und verende aber natürlich die Zungenarbeit und die Kandidat Pedale. Nummer zwei, danke schön. Danke. Mein Gott, was wir alles lernen über das Tuba-Spiel. Ich hätte mir nicht erträumen lassen, dass ich jemals über eine Riesentuba philosophiere, aber es ist so. Wunderschön, wir hören Sie auch gleich noch. Kandidat Nummer 1 versichert hoch und heilig, dies sei wirklich die größte Tuba der Welt, die 50 Kilo wiegt und aus reinem Messing hergestellt ist. Die Mensur, sagt er, ist doppelt so groß und es ist ein Museumsstück. Nummer 2. Der sagt, das Internet ist halt eine verlässliche Quelle. Es gibt niemanden, der schneller spielt als ich auf dem Ding. Er ist ein Mann der großen Dimensionen. Ohnehin 2,05 Meter misst nicht er, nein, das Instrument. Und mit ihm will keiner mehr spielen, wenn er mit dem Ding um die Ecke kommt. Oder Nummer drei, der diese Tuba bei einem Instrumentenbauer aus dem Vogtland hat herstellen lassen. Die Stimmung? Hoffentlich gut, sagt er. Seit 3 Jahren spielt er drauf und berichtete über eine angepasste Zungenarbeit, je nach Tonhöhe. Jo, das klang alles ganz gut. Aber wer ist es wirklich, Smudo? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein bisschen die Logik verloren. Nummer zwei hat einmal gesagt, keiner mehr will mit ihm spielen. Das glaube ich nicht. Außerdem hat Nummer drei gesagt, auf die Frage von Pierre, ob er das spielen könnte, sofort nein. Damit würde zwei aber auch wegfallen. Bleibt also noch eins und drei. Stimmt. Ich tippe auf das unwirsche Brandenburger, je wächst auf der eins. Ursula.
die Körpergrößen von 1 und 3. 3 ist der, ist der größte, 1 ist der mittlere, sie sind der kleinste. Und wenn ich jetzt da das Instrument anschaue, wo das Mundstück ist. Oha. Vielleicht ist das Mundstück gar nicht das, was du denkst. Ja, vielleicht kommt er ja auf den Podest, das vielleicht weiß man nicht. Ist das aber, Mundstück auch? Oder sie wird runtergesetzt oder so. Aber wenn ich das mal zur Deckung bringe, dann ist es für mich auch die 1. Ich glaube tatsächlich auch, dass der den rotesten Anzug trägt, auch die größte Tuba spielt. Das ist meine kleine bescheidene Logik, deswegen sind sie es. Es ist wie in der Vogelwelt. Jeder kommt ja auf anderen Wegen dahin. Ja. Ne? Und Kim? Pass mal auf, ich gehe mal auf die 2. So. Ja. Oh, ganz was ja, anderes. Man kann es ja mal probieren. Das wird bei Sagt die Wahrheit sofort mit Punkten bezogen. Nein. Wir schauen mal hin. Wer ist unser Tubist auf dieser Riesentuba? Aber das war schwer abzuschätzen. Du hast recht, aber das ist ja recht klein. Das ist die 2. Das heißt, das ist natürlich. Das ist zu hoch. Zwei. Nein. Ja! Ja! Die 1! Wer hat die getippt? Die 1! Ich hab die getippt. Die 1! Du nicht! Okay, die beiden auch. Ja, so ist das. Jörg Wachsmuth sitzt auf der 1. Wer sitzt auf der 2, bitte? Mein Name ist Erik Richter. Ich komme aus Walderstadt. Im Beruf bin ich Handelsvertreter, aber in der Seele Musikliebhaber und betreibe einen Live-Musik-Förderverein. Schön. Im Wachsmuth. Möglich, möglich. Und Kandidat 3? Ja, ich spiele nicht schnell. Ich heiße schnell und Andreas mit Vornamen und ich bin Schauspieler. Jörg Wachsmuth ist Professor für das Tuba-Spiel in Dresden und ein Blechinstrumentenbauer wollte sich mit dem Ding ein Denkmal setzen. Er hat die Töne rausgeholt. Wie schwer ist es wirklich, vielleicht bevor Sie rangehen, uns das mal zu beschreiben? Ist ziemlich schwer, weil so ein Rieseninstrument eigentlich nicht spielbar ist. Es war ein Glücksumstand, dass das funktioniert hat. Und jetzt wollen wir ihn auch hören, den Hummelflug von Rimsky-Korsakow. Das ist ein richtig schwerer Brocken. Rein rechnerisch kommt man hier auf 12 Töne pro Sekunde. Jörg Wachsmuth also in Begleitung von Matsumi Sakagami am Flügel. Bitte schön. Einlage haben wir uns ein bisschen eine Pause verdient. Das meinen auch die falschen Südpol-Traktorfahrerinnen und die falschen Tuba-Spieler. Denn sie sagen als Motto der letzten Runde immer mit der Ruhe, also schön gemächlich voran. Immer mit der Ruhe ist euer Motto. Pierre beginnt mit der Nummer 2. Nummer 2. Bei mir geht es ruhig zu und nämlich an der Supermarktkasse. Wir haben in der Nähe von Gelsenkirchen ein kleines Familienunternehmen, einen kleinen Supermarkt. Und Sie kennen das, Drängler gibt es nicht nur auf der Autobahn, die gibt es auch an der Kasse. Und ich hasse das selber, wenn ich meine Ware auspacke und jemand hinter mir schon Ware auspackt, obwohl ich noch was im Korb habe. Ja. Und dann dieser Atem im Nacken von schneller. Ja. Mein Mann hat was umgebaut, das Band läuft normalerweise immer zu mir, zur Kassiererin hin. Ja. Der hat einen Knopf eingebaut, ich kann, wenn ich will, den Knopf drehen. Geht's zurück. Drücken.
Und dann geht die Ware zurück. Ja. Und dann die Gesichter, da freue ich mich drüber. Das ist super. Ich möchte, dass es das gibt. Das passt alles so zusammen. Das ist sehr schön. Ich möchte unbedingt, dass es gibt. Sie sollten sich das unbedingt als Patent sichern lassen. Es ist noch nicht auf dem Markt, aber es ist zukunftsfähig, definitiv. Yeah. Ja. Dann Ursula. Nein. Ja. Immer mit der Ruhe beim Kennenlernen des Partners. Weil bei so etwas Wichtigem wie der Partnersuche sollte man es etwas mit der Zeit ruhiger angehen lassen. Und ich habe mir das angeschaut und habe festgestellt, Speed-Dating ist speziell für uns älteren Jahrgänge definitiv der falsche Ansatz. Und dann habe ich das Slow-Dating, das Slow-Dating-Busreisen erfunden und fahre mit Ü-40-Jährigen von Stuttgart an den Bodensee. Das ist ja unverschämt. Ja. Und... auf der Fahrt an den Bodensee haben die 2,5 Stunden Zeit, sich kennenzulernen, weil die Plätze rotieren. Also er hat alles verscherzt bei mir. Es tut mir leid, da kann ich nur eine Abfuhr erteilen. Also nein, ich finde diese Entrüstung so wunderbar. Ja, die war jetzt ich gar nicht Ü40. Ich brech zusammen. Sehr gut. Sogar ich mich beleidigt. Also, ja, eben, sind wir alle beleidigt. Da greift sie zum Fächer vor Empörung. Ja. Gut, Smudo. Danke für die Performance. Nummer 4, bitteschön. Ich habe für Ruhe am Esstisch gesorgt. Also ich habe 3 Kinder, oder wir haben 3 Kinder. Und wer viele Kinder am Tisch sitzen hat, kennt das. Also die können sich manchmal so dermaßen streiten und ich ertrage es einfach nicht. Nach einem langen Arbeitstag, also habe ich einen Klapptisch-Paravent gebastelt. Den kann ich tatsächlich also einfach auf den Tisch knallen. Dann hat jedes Kind seine Einzelkabine und dann ist Ruhe. Und, ja, das muss nicht immer so sein, aber es gibt einfach so Tage, da braucht man das. Und es funktioniert wirklich wunderbar, dann ist Ruhe im Karton. Ja, gar nicht so blöd. Ich hätte es nicht für doof gefunden. Gar nicht so blöd. Das ist nicht so blöd. Ja, ja, ja. Das ist... Ich wünsche mir sowas. Ja. Okay, ja. Kandidat Nummer 1, was ist bei Ihnen los? Ich fechte langsam. Also Fechten ist ja eigentlich eine sehr spontane, sehr schnelle Sportart, die auch total ästhetisch ist. Und wir haben auf der Schauspielschule einfach eine Methode entwickelt, langsam zu fechten. Das heißt, ja, wir fechten wirklich in Zeitlupe. Es wird in Zeitlupe angegriffen, es wird in Zeitlupe verteidigt. Und wichtig ist, dass man die Bewegung sehr genau ausführt, damit es wirklich auch passt. Das haben wir vorgeführt auf dem einen oder anderen Fechtturnier. Und mittlerweile wird dieses Langsamfechten tatsächlich auch schon ins Training eingebaut bei dem einen oder anderen Verein, um die Genauigkeit zu fördern. Dann werde ich jetzt mal ganz langsam anfechten. Langsam fechten glaubt sie nicht, obwohl Tauberbischofsheim hier im Sendegebiet ist ja Olympiastützpunkt, Riesenfechtzentrum, ja, vielleicht ist er da tätig. Keine Ahnung. Hier kommt die Auflösung. Wer hat's hier mit der Ruhe? Es ist tatsächlich der Paravent, ne? Ich glaube schon. Ich würde jetzt Nein, nicht Busreisen. Doch, natürlich. Es sind Busreisen. Es sind und das ist doch der Gipfel! Ich bin Low ja noch 40, ne? Für die Älteren. Die älteren Semester. Es fühlen sich, glaube ich, 99% der hier Anwesenden angesprochen von diesem Angebot. Erik Richter, Slow Dating im Bus, das ist sehr, sehr schön. War das aus einem eigenen Bedürfnis erwachsen, diese Idee? Glücklich verheiratet. Ah, okay. Also was ist Ihre Kundschaft? Kundschaft sind in der Tat etwas, ja, ich sage es jetzt nicht mehr. Nein, nein, wir wissen. Herrschaften über 40. Erfahrene Menschen. Erfahrene Menschen, die halt nicht mehr das Bedürfnis haben, ständig in irgendwelchen Discos oder Kneipen abzuhängen. Ja. Und das Prinzip ist, die fahren mit dem Bus da runter, dann wird dort unten sich ein bisschen beschnuppert. Und wie geht es dann auf der Rückreise? Ja, das Entscheidende ist in der Tat, dass die auf der Reise an den Bodensee auf ihren Sitzplätzen rotieren. Das heißt, am Bodensee angekommen hat jeder mal mit jedem zusammengesessen, mindestens 15, 20 Minuten, was für sowas relativ lang ist. Und mir übrigens immer wieder mal gesagt wird, es kann verdammt lang sein, wenn die Partner da irgendwie nicht passen. Ja. Und dann ist es so, dass sie noch die Gelegenheit haben, am Bodensee das zu vertiefen. Die essen gemeinsam und können noch so eine Stunde, anderthalb flanieren. Und dann kommt das Entscheidende, bevor die wieder in den Bus
Shows einsteigen, lasse ich Fragebogen verteilen. Und dann müssen die gegenseitig bekunden, ob sie sich sympathisch sind oder nicht. Und die, die sich als gegenseitig sympathisch bekundet haben, fahren auf der Rückfahrt bevorzugt zurück. Also die sitzen dann lange nebeneinander und haben die Gelegenheit, dann das richtig zu vertiefen. Wenn Sie also wieder Menschen sind, die verzweifelt an Busfenster klopfen, Sie wissen, es ist sein Busunternehmen. Erik Richter, unser Slow-Dating-Experte. Vielen Dank. Das war Sagt die Wahrheit. Bis nächsten Montag. Schön, dass Sie immer dabei sind. Ciao.